Ja, natürlich. Und in ganz Berlin gibt es keine Bank, die das machen könnte mit Ihnen? Also wir haben ja die Bank Volksbank Pirna. Also, was hat er denn jetzt mit dieser Volksbank Pirna? Das ist ja unglaublich. Pirna ausgewählt damals als Verein. Und ich sage es nochmal, es ist schwer, ein Bankkonto als Verein, wenn sie nicht gemeinnützig sind, zu bekommen. Der war in Karlsruhe. Und wir hatten zum Beispiel auch dort... Da gab es auch keine Bank? Da gab es Sparkassen, die haben uns Konditionen gegeben, damit hätten wir keine Spenden auf relativ, also zumindest nicht in überschaubarer Zeit einsammeln können. Weil wir dort günstige Konditionen hatten. Also ich verstehe nicht, also ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen, dass da irgendwie ganz böse andere Kunden sind. Ja, nicht böse, ehrlich gesagt, also ich frage mich bei anderen Parteien, also wer bei der Deutschen Bankenkonto hat, also welche Rüstungsschmieden, welche Waffenhändler irgendwie alles bei einer Bank Konten haben, soll man sich damit jetzt beschäftigen? Pirna, nur ganz kurz, Herr Binsmann, Sie dürfen sofort antworten. Also die Volksbank Pirna macht Geschäfte mit Linksradikalen, mit Rechtsradikalen und mit russischen Propagandisten. Oh Gott, ist da, oh nein, jetzt wird Kontakt schuld, oh Gott. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt gerne die Namen von Rechtsradikalen und Linksradikalen, denn die Mainstream-Medien sind ja alle, die Regierung kritisieren, rechts- oder linksradikal und russische Propagandisten. Das ist ja, also Wagenknecht ist ja laut den Mainstream-Medien auch eine russische Propagandistin, also wie dumm ist das? Also erstmal hätte ich gerne die Liste von den Namen, die Markus Lanz hier gerade genannt hat. Denn ich könnte mit euch wetten, dass das so, wie er das hier gerade beschreibt, nicht zutrifft. Und zweitens ist diese Kontaktschuldvorwurf hier ja noch alberner. Also. Ja, also ich glaube, viele Banken machen sehr zweifelhafte Geschäfte. Gut, vor allem. Die MLPD ist eine in Deutschland angemeldete, legal operierende Partei. Also, ja, das sind Kommunisten. Von mir aus könnte er als linksradikal bezeichnen, mir relativ egal, aber die hat ein Konto. Das ist jetzt der Vorwurf. Ich finde, dass die Finanzangelegenheiten bei Ralf Stoikart im besten Händen sind. Und wenn Sie dem, also ich meine, er ist ein Mann aus Baden-Württemberg, der dort also. Lächerlichere Kontaktschuldvorwürfe habe ich ja nur. Im Video über Wagenknecht von Schlomo gesehen. Ich meine, der hatte ja Kontaktschuld dritten Grades drin, aber Kontaktschuld über Bankkonten, also bei derselben Bank zu haben, also das ist ja wirklich noch alberner. Als Unternehmer honorig und unbescholten seine Arbeit gemacht hat, ihm jetzt zu unterstellen, er hätte irgendwie eine wieselig komische Bank ausgesucht, das ist doch eine Pseudodebatte. Und ich meine, ich finde, Sie sollten mal lieber bei anderen Parteien genau hingucken, wer die so alles sponsert. Aber die sind ja heute nicht da. Naja, trotzdem. Die CDU hat in Berlin beispielsweise, muss vielleicht bald eine Strafe von 2,5 Millionen Euro zahlen, hat Martin Sonneborn in einem seiner neuen Videos gesagt, weil dort ein Immobilienunternehmer der CDU gespendet hatte, damit sie eben Immobilienpolitik in seinem Sinne macht. Das ist illegal, das ist Korruption. Der Unternehmer hatte das, also war dann so blöd, das offen zu sagen. Deswegen könnte es sein, dass die CDU bald eine Strafe in ungefähr dreifacher Höhe, also in Höhe von 2,5 Millionen Euro zahlen muss. Also das sind vielleicht mal die Teilspenden und Finanzsachen, über die mal mehr berichtet werden sollte. Wen interessiert denn die CDU? Hallo, Volksbank Pirna, schreibt gerade in einem Chat. Ja, absolut. Also das ist so ein Thema groß gesehen, dass die Mainstream-Medien über diesen Spendenskandal der CDU, also über diese völlig offene Korruption berichtet haben. Also ich nicht. Also, nein, weil ich finde, das ist so eine vorgeschobene Debatte. Andere Parteien kriegen Spenden von Rüstungsfirmen. Und dann winken sie Rüstungsaufträge durch, wo der Steuerzahler geschröpft und wirklich gemolken wird. Und wir haben ein Bankkonto bei einer kleinen Bank, die vielleicht auch Kunden hat, die mir nicht gefallen. Okay. Ehrlich gesagt, dann kann ich auch nicht, wenn jetzt die Deutsche Bank uns ein Konto angeboten hätte zu günstigen Konditionen, hätten wir es wahrscheinlich genommen. Okay. Ich möchte nicht wissen, mit wem wir da alles gemeinsam Kunde wären. Herr Benz, warum Pirna? Warum taucht die Volksbank Pirna da immer wieder auf? Wir fanden, als bekannt wurde, dass Ihre Partei bei der Volksbank Pirna ein Konto hatte, poppte vor uns die Recherche. Wir haben nämlich zu der mal recherchiert. Und da stellten wir fest, dass Pegida, der Verein Pegida, von einem Stasi-Anwalt dort ebenfalls ein Konto eröffnete und dort drüber die Spenden sammelte. Hey. Entschuldigt, wenn mir das jetzt zu dämlich ist. Also wirklich, was soll das? Wir werden uns nachher die Spender von Korrektiv nochmal ansehen.
wie gesagt, darauf kommen wir nachher nochmal zurück. Das ist so dumm. Hat die Bank einfach eine sehr liberale Geschäftspolitik? Nee, also die Deutsche Bank, das ist organisierte Kriminalität. Schaut an, wie viele, also die hatten jedes Jahr mehrere große Finanzskandale, wo sie hunderte Millionen, teilweise Milliarden Euro Strafzahlungen leisten mussten. Aber jetzt ist die Volksbank Pirna das schlimmste Unternehmen hier, weil da, ja, weil sie schlichtweg das machen, was eine Bank macht, eben Leuten Bankkonten anbieten und die nicht auf ihre politische Reinheit überprüfen. Also es wäre ja auch absurd, wenn eine Bank jetzt jeden darauf überprüfen müsste, er Markus Lanz irgendwie gefallen würde. Das ist doch ehrlich. Und günstige kurz, Konditionen für Organisationen. Eine Firma aus dem Umfeld von Russia Today hat dort auch ihr Konto. Gott, eine Firma aus, also nicht mal Russia Today selbst, eine Firma aus dem Umfeld. Ich würde gerne wissen, welche Firma das ist. Er könnte, lass jetzt mal den Namen rausrücken. Denn ich könnte wetten, aus dem Umfeld heißt nur, dass da irgendein ehemaliger Mitarbeiter oder so angestellt war oder sowas. Ehrlich. Und eine Firma aus dem Umfeld des Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen hat dort auch ihr Konto. Oh Gott! Also was ist das für eine miese mieser Propaganda-Unsinn? Also ihr wisst, der Begriff Verschwörungstheoretiker, ich erkläre es immer wieder, der wurde erstmals im heutigen Sinne vom Mitglied der Montpellier-Gesellschaft, Karl Popper, im heutigen Sinne zuerst verwendet und dann von der CIA popularisiert, um Kritik an der Untersuchung der Kennedy-Morde zu unterdrücken. Daher kommt dieser Begriff. Es ist reinste Propaganda, wenn ihr sowas hört. So ehrlich, es ist unfassbar. Des Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen. Also erstmal möchte der nicht mehr Ken Jebsen genannt werden, sondern Kevan Sofisiyavash. Und zweitens, so eine Diffamierung. Ladet den doch mal zu Lanz ein. Ladet den doch mal zu Lanz ein und lasst ihn seine Verschwörungstheorien verteidigen. Also, es ist so ein lächerlicher Propaganda-Unsinn. Konto. Also erstaunlich, wie ruhig Wagenknecht da bleiben kann. Also die ist abgehärtet. Also ich sag mal, ja, offensichtlich haben dort Organisationen, die es woanders schwer haben, gute Konditionen. Ja, wir hatten es schwer. Also ich meine, ich habe... Ach, fast so, als wolltest irgendwer den BSW schwer machen. Das ist doch verfolgt. Wir wollten zunächst mal in Baden-Württemberg bei der Sparkasse ein Konto haben. Hat das Pegida auch schwer? Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht der Schatzmeister von Pegida. Ich kann nur von uns sagen, wir haben bei vielen Banken echte Strafkonditionen bekommen. Also Strafkonditionen heißt, wir hätten über lange Zeit nicht über das Geld verfügen können. Es wäre schwer gewesen, entsprechende Spenden einzuwerben. Das hat was mit Lastschrift und Fristen zu tun. Und es war einfach schwer, okay, ein Konto zu bekommen, mit dem wir das machen können, was wir machen müssen, um unsere Arbeit zu finanzieren, okay, nämlich unsere Spenden einzutreiben. Diese Bank hat sehr günstige Konditionen gehabt und natürlich nehmen wir die dankbar an und ehrlich gesagt, ich finde wirklich, das ist so abenteuerlich, ich weiß gar nicht, wo die anderen Parteien ihre Banken haben und darüber zu reden, also ich finde interessanter, wer finanziert Parteien und da haben Sie jetzt eine Spende bei uns genannt, gucken Sie sich mal bei den anderen Parteien an, von welchen Konzernen, von welchen Lobbyisten, die tatsächlich ihr Geld bekommen und da kann man vielleicht mal auch Fragen stellen, was die reale Politik ist. Wie gesagt, in der CDU hat ein Immobilienunternehmer, der Geld gespendet, der Berliner CDU, eine Spende, die so groß war, dass die CDU einen so gigantischen Wahlkampf machen konnte, dass ihn jede andere Partei überflügeln konnte. Also der hat wirklich den Parteienwettbewerb verzerrt, damit die CDU dann den Mietpreisdeckel vom Tisch räumt. Also was soll man dazu noch sagen? Offene Korruption findet in anderen Parteien statt. Wie oft wird darüber in den Medien geredet? Gar nicht. Aber wir reden über ein älteres Ehepaar aus der ehemaligen DDR, das seine Ersparnisse gespendet hat, weil es wahrscheinlich Hoffnung ins Bündnis Sarah Wagenknecht setzt. Und wir reden über die Volksbank Pirna.